Stützpunkt geben. Na, wenn du das sagst, Jack, dann machen wir das natürlich. Und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Left 4 Dead. Ja. Genau, wir sind zurück im Tal des Todes. Nein, Blutdurst heißt das neue Level. Und wir werden uns mal ein wenig umschauen, was hier denn so blutdurstig ist. Hey, guck mal, da hinten sind wieder die PNG-Bäume. Ja, die sind hier überall ein bisschen verteilt. Ich meine, ne? Ressourcenschonend. Na? Oh, hier ist ein Lager. Ist das Geld da drin? Jack, guck mal. Ah, da hätte man aber was Sinnvolleres mitmachen können. Zum Beispiel nicht verbrennen. Holz kaufen, Lagerfeuer machen. Ich meine, wir sind mitten in einem Wald. Was liegt da näher? Nicht Bäume fällen, sondern kaufen. Geld verbrennen. Mensch. Wow. Also, ach, da kommen die freudigen Freunde. Fünftes Level übrigens der Kampagne. Also kommen wir so langsam aufs Ende zu. So langsam, aber sicher. Wobei langsam, aber sicher, genau. Wie zusammenhängt die Kampagne ist. Also ja, ich habe da ehrlich gesagt auch keine Ahnung. In Bezug auf letzte Folge. Ja, wir sitzen gerade in einem Flugzeug und wir fliehen. Und jetzt sind wir in einem Wald. Das jetzt sind wir wieder hier gelandet. Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die sich wieder ein paar Kräuter gegönnt und sind dann im Wald aufgewacht. Wie bin ich hierher gekommen? Lade noch! Wunderschön. In die Fräse. Ach ja. Molotov-Cocktail? Ja, hab ihn. Mir fällt gerade übrigens ein, dass ich nur eine Waffe wieder mitgenommen habe. Ich schlau Kopf. Hier ist ein Hunter und ich höre ihn. Ich bin gleich wieder da. Ich geh mal kurz zurück. Schön, alle drei laden gleichzeitig nach. Das hört sich nicht gut an. Alter, Hunter! Ja, ich komm gleich. Ich muss nochmal den Weg zurückgehen. Alter, wie hohl sind denn die anderen beiden? Die stehen direkt neben mir. Die treffen den nicht. Ich komme. Ich finde schön, wie ich jedes Level immer die Waffen übersehe. Okay, dann hilf mir doch mal, Francis. Komm, dann hilf mir, du drummer Drecksack. Du hast mir dir nicht geholfen. Könnt ihr so ins Gesicht schießen, könnte ich dir immer. So. Aber. Wir sind doch hier alle alliiert. Genau. Wir stehen das Ganze gemeinsam durch. Vielleicht. Tanz. Oh, hier ist eine sehr sichere Brücke. Ja, hochsicher. Können die mal die scheiß Zombies über die Brücke lotsen? Sieht auch sehr sicher aus hier. Weiter geht's. Akimbo-Pistole. Hier ist noch ein Molotov-Cocktail. Heilige nochmal. Wie die hier auch okay überall angerannt kommen. Wir haben davor übrigens vergessen, Haus zu durchsuchen, aber egal. Ach man. Ich meine, die Zombies sind auch ganz schön schnell. Sind nicht gerade diese typisch langsamen Zombies, die man so kennt? Ah, nicht The Walking Dead? Nee. Da ist eine Beule im Auto. Weil es hier noch wesentlich weniger Drama gibt. Ich kann hier jetzt einfach draufballern. Ja, und irgendwas ist hier im Gebüsch. Da ist was im Busch, mein Freund. Ich wurde übrigens erwischt. Und ja, da war was im Busch. Und das nicht im positiven Sinne. Alter. Ah, ja, mach das mal. Okay, wir gehen weiter. Schade, ich wollte gerade auf dich schießen. Das hättest du wohl gerne. Ja, Jack. Verbündeter. Ach, da oben kommen die alle her. Da ist nichts. Jetzt habe ich noch diesen komischen Kanister hier. Ich nehme den jetzt mal mit. Mit Louis ist schon mal ein bisschen vorgerannt. Da rollt was.
Alter, hier ist schon der Schutzraum wieder. Ja, das geht aber mal relativ schnell, habe ich das Gefühl. Zumindest der erste. Also am Anfang ist das immer echt sehr übertrieben einfach. Danach wird's übler. Alter, bin schon wieder umringt. Ich mache hier jetzt schon wieder Rundumschläge. Na, danke. Jetzt schon wieder nur 50. Ich werde ja wieder von irgendwelchen komischen Tentakel betatscht. Also dazu sage ich jetzt mal besser nichts. Immer diese Japan-Freunde. Oh ja. Herrlich. Tatsache. Da schuld der Sicherheitsraum. Schade. Danke. Danke. Ich dachte, ich hätte getroffen. Das sind wir schon. Jupp, da sind wir schon. Nach 6 Minuten 30. Wow. Ich habe irgendwie kaum. Ah, naja, gut, was heißt kaum? Also, du hast halb so viele Infizierte getötet. kaum ist gut. Meisten. Also ich habe irgendwie schon ein bisschen Schaden erlitten. Ja, so fast tot. Ein bisschen. Aber nur fast. Na egal, man muss ja alles nutzen, was man kriegt. Was nehmen wir dann? Ich nehme... Lohnt sich nicht wirklich, aber ich heile mich einfach mal, weil hier so viele... Habe ich gerade auch gemacht. Kids liegen. Bei mir hat sich's auch ein bisschen gelohnt, so bei 38%. Na, so in etwa. Dein Propantank, das geht noch böse aus. Ja. Ich mag den aber. Da kommt wieder was. Guck mal hier hinten, Moment. Da standen gerade zwei Zombies am Snackautomaten. Ich glaube, die hatten Hunger. Ja, gab's Gehirne zum halben Preis. Ist der tot? Schön wär's. Alter, der hat's überlebt? Eine Schrotladung ins Gehirn? Ins Gehirn? Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Meinst du? Ja, schon. Also irgendwie aus den ersten Leveln, die wir gespielt haben, glaube ich. Ich glaube zweite oder sowas. Da war so eine ähnliche Stelle. Ich sehe nun das Mündungsfeuer, ansonsten ist alles gerade schwarz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ich habe hier meinen Kanister. Ich nehme ihn jetzt einfach mit. Ich würde den einfach da unten irgendwo mal reinwerfen. Ja, aber da ist ja irgendwie niemand. Noch nicht. Oh, oh. Brauch mal Hilfe. Hunter, 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 Hunter. Dankeschön. Nehmt es weg, nehmt es weg. Nimm's weg, bevor es Eier legt. Alter, ich treffe den Kanister da unten. Jack, hör auf, da ist niemand. Na, danke. Wieso? Ah, nix. Hier ist eine Witch. Dann machen wir mal das Licht aus. Ich habe ja einen Molotow-Cocktail. Öffnen Sie den Notausgang. Danke. Bitte. Pillen. Ich suche die Witch. Ah. Okay. Ich suche nicht mehr die Witch. So viel dazu. Ich habe nur ein Feuer gelegt erstmal. Wieso wirft denn da keiner ein Feuer hin? Weil ich keins mehr hatte. Ich habe nur noch eine Rohrbombe. Ich habe auf der anderen Seite gerade schon Feuer gelegt. Komm, ich lösche dich, mein Freund. Mit einem Schlag ins Genick. Mit Munition. Sehr schön. Okay. Schön, dass wir das jetzt auch erledigt hätten. Wo ist diese Witch? Oh, ich weiß, wo sie ist. Ich habe einen Molly gefunden. Da ist er. Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm her, Jack. Wo bist du? Das ist die Frage, aber ich weiß, wo die Witch ist. Okay, Jack, die ist hier vorne. Die ist hier vorne rechts. Nicht angucken, nicht angucken. Du bist eben dran vorbeigelaufen, ne?
Okay, weiß. Die Witch ist und so. Alter. Wenn ich nicht die ganze Zeit nachladen müsste, dann... Die Witch läuft hier übrigens rum, ne? Der Francis hat die Aufmerksamkeit von ihr auf sich gezogen. Alter. Was ist denn die Witch jetzt? Keine Ahnung. Hab noch Warbombe irgendwo reingeworfen, auf freiem Fuß. Und danach nicht mehr gesehen. Oh. Ich hab eine Gasflasche gefunden. Halt durch. Das hier hilft. Halt ach, durch. Da hält mich wieder einer. Oh, wir haben Francis verloren. Echt? Oh ja, das ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja schrecklich. Das Tolle ist, dass ich habe keine so Worte. Passiert. Hier liegt eine Rohrbombe. Ah, hast du gehört? Oh, die Gasflaschen lohnen. Ich glaube, die Witch lebt trotzdem noch. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die getötet hatte. Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Können wir? Aber ich glaube, ich sehe hier nichts. Überlebenden retten? Hü. Hä? Ich dachte, der wäre tot. Na, scheinbar nicht. Schlüsseldienst. Wo war denn der? Wieso war der hier in der Kammer drin? Ich glaube, wenn du tot bist und du bist noch irgendwo recht am Anfang des Levels, dass du dann irgendwie mehr oder weniger wieder spawnst oder so. Okay. Beziehungsweise NPCs dann wahrscheinlich. Naja. Hunter! 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 Hunter, boah, hab ich jetzt Bock auf eine Fanta. Hahaha. Schlechte Wortwitz, ey. Ich eher auf eine Sprite. Und ich wurde erwischt. Ja, danke. Wer auch immer das war, gut. Gut gemacht. Ach, hey. Danach ein Benzinkanister. Wo geht es denn weiter hier draußen? Wir müssen durch den Tunnel. Ich glaube, hier liegt eine Waffe. Ich sehe mich hier gerade mal um. Oh, Moment, ja, wir müssen durch den Tunnel, ich will mich hier nochmal umsehen. Ich möchte da nicht durch, das sieht so gefährlich und eng aus. Ich komme. Und ich dachte auch so, stehst du. Oh Gott. Hey, hier gibt's Waffen, Leute. Immer diese falsch verstehbaren Anspielungen. Oh ja. Da vorne kommen gleich Massen. Immer wieder. Ja, so viel dazu. Das sieht... Ich habe eine Rohrbombe. Ich würde da mal weggehen, ne? Alter, also, ja genau, schießt also, genau dahin, wo geht, ich geh da weg. Gut, dass der Waggon einfach mal alles abhält. Schön. Hunter. Wo? Ah. Genau da war der. Okay. Jetzt müssen nur noch wieder irgendwo ein Boomer sein. Die kommen ja meistens zu dritt. Im Dreierpack. War dieses Trio. Wir können... Ich gehe mal hier lang. Da ist okay, irgendetwas. Oh, das ist gefährlich. Einen großen habe ich hier. Ja, genau. Der rennt geradewegs auf mich zu. Und ich komme rückwärts nicht gerade weiter. Ich stecke fest. Super, der hat mich. Ich komme. In your face, bitch. Ich habe noch wahnsinnig viel Leben gerade. Ich sehe es. Das ist nicht gut. Hinter uns. Vor uns. Okay. Überall. Da sitzt was auf dem Waggon. Nicht nur da. Alter, Hunter auf mir drauf. Ja, ja, ich hab's. Der veranstaltet da wieder irgendwas Ekliges. Ich glaube, der will was mit dir anstellen. Da hinten ist noch ein Smoker. Okay. Alles gut. Ist er platt? Ja, er ist platt. Er und hat nun? Rauch gemacht. Okay, ich brauche gleich dringend ein Medikit. Also ich habe noch eins. Soll ich dich heilen? Ja, weiß nicht. Noch geht's. Aber ich glaube, wenn nächstes Mal die nächste Welle kommt, bin ich ein bisschen... Ja, okay, dann. Sack. Weil halt ich habe kein richtiges Leben mehr. Ja, ja, ich sehe es. Versuch noch ein bisschen durchzuhalten. Guter Tipp hier. Pro-Tipps. Jetzt glaube ich schon wieder... Ja. Sicherheitsraum. Oh. Komm schon, alter Mann. Wow. Das war ja noch ein Abgang. Ach,
Wir sind schon wieder drin. Fantastisch. 15 Minuten 48. Machen wir noch weiter, machen wir noch weiter. Ja, Infizierten. Ja. Ich habe den Tank da, 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 da habe ich aber diesmal, Francis. Da habe ich diesmal aber viel Schaden gemacht. Wie hat der Francis seine 2000 hingekriegt? Ups, ich sollte das Medikit nehmen. Das hört sich wieder wunderschön aus. An. Na komm. Nochmal geheilt. Wow. Warte. Von der Tür weg. Okay. Auf geht's. Dass die Stahltüren auch explosionssicher sind. Oh oh. Schön, wie sie alle auf die Tabletten stürzen. Wer hat die Tabletten mitgenommen? Ganz ruhig, Jack. Schön rankommen lassen. Ups, das sieht voll aus. Schade, dass man nicht durch die Türen durchkommt. Oh oh. Ah, da kommen so einige. Oma ist weg. Bleibt nur noch der Hunter und das andere Vieh. Das andere Vieh. Hunter und Smoker, so. Auf geht's. Ich höre Wasser. Ich fühle es. Und ich höre irgendwas. Und ich weiß nicht, was es ist. Was Großes. Giganto. Jawohl! Das war's mit dem. So, jetzt ist er platt. Ach, schön. Die Kämpfe gegen die finde ich aber irgendwie immer am spannendsten. Ja, jein. Ja, ja, irgendwie. Vielleicht. Smoker oder irgendwas in der Richtung. Oh, Horde. Das sieht... Ich mach mal wieder auf hier. Das war nicht okay, gut. Okay, jetzt hat mich ein Hunter oder ein Smoker. Gut, dass hier Schmerztabletten rumliegen. Was die stöhnt, wenn man die nimmt, ey. Heieieieiei. Oh. So. Pill. Nee, Molotov-Cocktail. Den schnapp ich mir mal. Andreas Personal Oni. Mhm. Na, kommt, Leute. Oh. Ach, jetzt hast du den mal. Schade, ich dachte, ich würde den noch aufpassen. Verdammt. Rohrbomben. Boah, Louis. Das ist ein richtiger Louis, der ja, richtig hardcore, der Typ. Ah, wieder zwei Gänge hier. Ey, ich brauch mal wieder Hilfe. Bitte. Ah, ich bin leider gerade auf der anderen Seite, aber ich bin sicher gekommen. Nachladen. Was zur Hölle ist hier so? Ich bin irgendwie wieder weit ab von der Action. Ich weiß auch nicht warum. Dafür habe ich Mollys gefunden. Und Tabletten und Rohrbomben. Ich snack mir hier gerade welche. Ja, da vorne lagen auch welche. Oh, hier gibt es auch nochmal Waffen. Ups, Alter, da habe ich irgendwie leicht verrissen. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Da oben, wow. Ich krieg mal wieder gar nichts mit. Freunde. Schade, man kommt ja nicht auf den Zug drauf.
Alter, was ist denn hier los? Ich komme. Gibt's hier so? Oh. Okay. Lade nach. Kann ich hier irgendwelche... Ja, ich bin natürlich runtergefallen. Da kommt wieder was. Entschuldigung. Hast du wieder alle über den Haufen genietet, Mensch? Ja. Oh oh. Warte, ich werfe mal kurz eine Rohrbombe. Sieht auch wieder sehr gut aus. Yep. Schön vor die Tür gepflegt. Hm. Okay, Licht aus. Das nimmt doch den ganzen Spaß, wenn man das Licht ausmacht. Ich glaube, die ist hier drin. Die ist sicherlich hier da irgendwo drin. Ja, ich habe die Rohrbombe gerade verprasst. Ja, ich habe einen Molotow-Cocktail. Mach auf. Ganz ruhig. Da sitzt sie. Ups, die hat es irgendwie wieder geschafft, da rauszukommen. Ich habe sogar die Tür geschlossen. Ich weiß, und mich ausgesperrt. Okay, Rafinov hat folgende Errungenschaft erhalten, Witchjäger. Das war jetzt mal, also ich meine, sonst bin ich sehr schlecht in allem, aber das habe ich jetzt mal hingekriegt. Heilige. Ja. Naja, also komm hier, das gönne ich mir jetzt mal, genau wie die Pillen. Ja, das ist mir bewusst. Was, ich nehme die Pillen? Ja. Klar nehme ich Pillen. Welche, was sonst? Außerdem ist es ja nicht klar, was es für Pillen sind. Ne, das wird auch nie gesagt, hör mal. Nur Pillen. Ups. Entschuldigung. Ramme die Brücke mit dem abgekoppelten Waggon, was? Ups. Ich glaube, ich hab's schon ausgelöst. Ich auch. Okay. Da kommt einiges auf uns zu. Heilige Scheiße. Hei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 e
Raffinov hat folgende Errungenschaft erhalten. Zungenakrobatik zwecklos. Schon gesehen. Ich verstehe. Gehen wir mal weiter, ne? Warnschuss? Schießt schön an mich vorbei. Ach du Heilige, hier liegt ein... Oh. Das war, glaube ich, ein Hunter. Was ist denn das hier? An mir vorbeiflog. Das. Okay. Ach Mann, ich habe auch drauf geschossen. Gleichzeitig. Der nächste Schutzraum. Gut. Ja, Jack, jetzt komm mal rein. Als ob wir es nicht noch gerade gesagt hätten. Menschen, Schutzraum. Oh, schade. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, was das auch wieder mit der Folge. Wir gucken hier nochmal. Allgemeine Abwehr. Naja. Naja. Also ich habe diesmal dem Tank am meisten Schaden zugefügt. Da schließe ich ja nicht so gut ab. Gut, also vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi. Tschüss.